Willkommen zum TFT Egg Opening. Wir haben letztens im Livestream ein Ei geöffnet und uns ein paar Avatare gezogen. Und der Punkt ist, dass mir dann aufgefallen ist, dass viele überhaupt nicht wussten, wie kriege ich überhaupt Avatare, wie bauen die sich auf, was sind Little Legends überhaupt und wie funktioniert das Ganze. Kurze Erklärung und nachher zeige ich euch das Opening von dem kleinen Ei, was da denn Schönes drin war in einem kleinen Ei, damit ihr so eine Idee habt, was euch da erwartet. Ihr braucht für diese Avatare die Eier. Welche Avatare drin sind, seht ihr hier. Hier oben sind die sechs Grundavatare, das sind die Basic-Avatare. Man braucht jeweils einen Basic-Avatar, um daraus weitergehende Avatare zu bilden. Das heißt, ihr müsst euch erst überlegen, welchen Avatar möchte ich überhaupt haben. Und dann könnt ihr euch entscheiden, welches Ei ihr überhaupt kaufen möchtet. Welche Avatare dann aus diesen Grundavataren entstehen, seht ihr hier. Hier links oben seht ihr das Basic-Avatar des einen Hauntlings. Das ist das Shadow Mask Hauntling. Wenn ihr zwei von diesen kleinen Avataren habt, entsteht Stufe 2 Avatar dieses hier. Und wenn ihr das wiederum zweimal besitzt, bekommt ihr das große 3-Stufen-Avatar. Das funktioniert mit jeder Klasse so. Hier seht ihr die Shadow Eyes, Fireball und so weiter, Hauntlings. Wir haben Beispiel der Silver Wings, die Fury Horns, Mole Diver, Rune Spirit. Link dazu ist unten natürlich in der Beschreibung. Könnt ihr gerne draufklicken. Das ist alles auf unserer Internetseite. Und die Feather Knights. Auch sehr, sehr beliebt, die Feather Knights, der geile Pinguin. Habt ihr euch dann entschieden, welchen Avatar ihr möchtet, könnt ihr entsprechend das Ei kaufen. Entweder das eine Ei, da sind diese drei Avatare drin, oder das Zweier-Ei, wo die drei anderen Avatare drin sind. Ihr bekommt jeweils 10 Avatare und ein Legendary-Avatar. Oder ihr entscheidet euch für diese kleinen Varianten, wo ihr jeweils nur eine Avatar-Variante bekommt. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass ihr unbedingt Geld ausgeben müsst, um einen Avatar zu bekommen. Wir sind hier gerade auf dem PBE-Server. Und ihr seht hier, dass in der Zukunft der Ranked-Modus und auch der Battle Pass-Modus freigeschaltet wird. Battle Pass bedeutet, durch das Spielen von Spielen, durch das Erfüllen von Aufgaben in-game, bekommt ihr Battle Pass-Stufen. Und ihr seht schon unten links, die erste Battle Pass-Stufe ist bereits ein Ei. Das heißt, hier könnt ihr bereits die ersten Avatare ziehen, kostenlos. Also ihr werdet nicht unbedingt Geld ausgeben müssen. Die Frage ist natürlich, ob der Battle Pass an sich kosten wird. Ich vermute mal nicht unbedingt, so wie ich es gehört habe. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Jedenfalls werdet ihr in der Zukunft die Möglichkeit haben, Avatare zu ziehen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal das Ei anschauen. Let's go. Okay, wollen wir mal, oder? Wie viele Plätze sind frei? Noch 3, Grad, glaube ich. Gucken wir gleich mal. 3 oder 4. Let's go. Ja, let's go. Good luck jetzt. Musik aus. Musik aus. Okay, let's go. Also, wir müssen noch. Wo können wir das öffnen? Gifting Center. Collection. Collection? Chromas. Wo können wir das öffnen? Runes. Wo können wir. A few moments later. Loot. Hier. Mann, ist das versteckt. Loot. Hier, Little Legend Series 1 Rare. Nice. So Leute, wir haben gerade das Ei gekauft. Erstes Ei nach einer sehr, sehr glücklichen Dreier-Siegesserie. Also unglaublich. Wirklich. Haben wir uns jetzt das Ei gegönnt zur Belohnung. Und um die Nerven ein bisschen zu schonen. Und machen das jetzt auf. Good luck. Let's go. Shadow als Hauntling. Nice, Mann. Den würde ich sogar direkt nehmen. Tröte geht raus. Unlock permanently. Nummer 2. Let's go. Und wir haben ihn schon auf Stufe 2. LOL. LOL. Shadow Isles Haunting auf Level 2. GG. Nummer 3. Let's go. Demacian Silverwing. Persönlich nicht so meins, aber nice to have. GG. Nummer 4. Let's go. Rosebloom Silverwing. Kann ich mir vorstellen, er ist recht nicht meins, aber GG. GG, können wir, wenn wir eine Trollrunde machen oder so. Wenn wir Yordle spielen, können wir mit dem reingehen zum Beispiel. Nummer 5, let's go. Luna Claw Haunting, geil. Der sieht ja auch richtig geil aus, GG. So, Nummer 6, let's go. Shadow Isles Haunting. Wir haben ihn auf 3, wir haben den, wo ich gesagt habe, geil, den konnte ich mir vorstellen zu spielen, auf Stufe 3 bekommen. Holy crap, that luck Easter. Das ist die höchste Stufe. Wir haben schon alles, was wir wollten. GG. 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 Nächstes Ei. Let's go. Toxic Haunting. Sieht auch geil aus. Sieht auch geil aus. Sieht sehr, sehr geil aus mit diesem Kontrast.
zum Neongelb, finde ich sehr geil. So, ich weiß gar nicht, wo wir sind. 7? 7? Nummer 7, let's go. Tundra Furyhorn. Nice to have. Auch nicht so meins. Nummer 8, let's go. Dark Matter. Ja, der ist natürlich auch geil. Also, was soll ich sagen? Die sind auch selten jetzt hier. Steht schon Epic. Die sind natürlich ultra selten. Bin mit meinem Grünen vollkommen glücklich. Aber wenn wir den natürlich geuplevelt kriegen, ja, gar keine Frage. Dann geht der raus. So, Nummer 9. Let's go. Rose Broom auf 2. Unser Troll-Avatar. Ja gut, dann werden wir ein bisschen öfters mal so eine lustige Trollrunde machen. Und das letzte Ei. Das letzte Ei. Let's go. Ein Legendary Shadow Mask Huntling Stufe 1. GG. Und wir kriegen die Stärke Stufe 2. So. What the fuck? Die haben ihn Stufe 2. Holy shit. Has permanently added to your inventory. Shadow. Nice. Nice. Das war's. Das war's. GG. So, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal die Und dann hier. So, das ist unser, hier sind sie. Unsere Hauntlings. Gib mir die Hauntlings. So, ihn haben wir auf 3, meine ich. Ihn haben wir auf 2, ihn auf 1 und ihn auf 1. Das heißt, wir könnten jetzt ihn nehmen. Komm, lila Twitch. Nehmen wir ihn auf lila Twitch 2 Sterne. Nice. Okay, GG.